Verfassungsänderung bedeutet eigentlich Einführung eines autokratischen Ordnung in der Türkei. Wenn man das also verfassungsrechtlich bezeichnen soll, dann muss man das Wort Autokratie benutzen, denke ich. Und der Weg zwischen Autokratie und moderne Diktatur ist nicht so weit. Also ein paar Schritte danach erreicht man auch eine moderne Diktatur. Es ist also im Grunde eine Machtakkumulation statt Gewaltenteilung. Der Präsident wird ja die volle Macht der Exekutive übernehmen, aber auch starken Einfluss auf das Parlament und auf die dritte Gewalt, auf die Justiz auch haben. Deswegen kann man das nicht als Präsidialsystem im klassischen Sinne bezeichnen. Das ist ein bisschen irreführend. Also so kann man die Natur des geplanten Systems nicht gut verstehen. Wenn man vom Präsidialsystem redet, meint man meistens also das System von USA, aber da gilt ja die Gewaltenteilungsprinzip, das Gewaltenteilungsprinzip und Check and Balances System. Aber hier bei der geplanten Verfassungsänderung in der Türkei gibt es weder Gewaltenteilung noch Check and Balances System. Deswegen wird die Türkei schnell, wenn diese Änderung jetzt also zugestimmt wird, bei dem Referendum am 16. April wird die Türkei sich schnell in eine Autokratie verwandeln. Und je nachdem natürlich kann es auch in Kürze zu einer nackten Diktatur werden. Ja, also ich glaube, diese Konfrontation Erdogan mit Niederlanden hat ja gewissermaßen Einfluss auf den Ausgang der Parlamentswahlen. Aber ich würde sagen, trotz der Hilfe von Erdogans Haltung oder von Erdogan hat Wilders nur ganz wenig Erfolg gehabt. Also Erdogan hat ihm geholfen eigentlich. Ob das subjektiv so gewollt war, gemeint war von Erdogan, ist egal. Aber die Lage war ja eigentlich geeignet für die Stimmung von Wilders Partei. Trotzdem haben sich die demokratischen Kräfte bei den Wahlen in Niederlanden gut durchgesetzt. Wir als Partei begrüßen also diese Entscheidung ganz herzlich, dass die Rechtspopulisten hier von diesem Streit richtig nicht profitiert haben. Ganz im Gegenteil, nicht nur Herr Rutte, sondern auch die anderen demokratischen Parteien hier gute Stimmen erhalten haben. Das ist erfreulich. Wir fühlen uns auch als Partei als einen wichtigen Teil der demokratischen Bewegung in Europa. Wir kämpfen gegen Erdogan nicht nur, weil er eine Gefahr für die Türkei ist, sondern auch, weil er ein Teil dieser rechtspopulistischen Welle überhaupt auch ist. Für uns ist ja Erdogan nicht anders als Wilder oder in Frankreich als Le Pen, sogar auch hier als AfD, die teilen die gleichen Werte und Prinzipien, vor allem sie haben gleiche Gesinnung und deswegen ist die Wahlergebnis, die Wahlergebnis in Niederlanden auch für uns sehr begrüßenswert. Wir fühlen uns auch hier irgendwie bestätigt. Die Justiz in der Türkei ist überhaupt nicht unabhängig. Wenn ich darf,
also bei solchen Konferenzen ist das nicht so angebracht, also anderen Autoren zu zitieren, aber für mich ist ja ein Spruch von Kurt Tucholsky sehr, sehr richtungsweisend. Ich meine, der sagte auch für die Justiz in 20er Jahren so ganz kurz und knapp: Es ist keine schlechte Justiz, es ist keine mangelhafte Justiz, es ist überhaupt keine Justiz. Deswegen sage ich, ist die Lage, der gilt dieser Spruch völlig in jeder Hinsicht auch für die Türkei. Deswegen wird werden die Entscheidungen für uns, gegen uns, über uns nicht von Staatsanwälten oder Richtern getroffen, sondern von ganz oben, von politischer Macht. Und natürlich können wir auch nicht präzise erkennen, welche Maßstäbe hier angewendet werden von Erdogan und seine Regierung, seine Macht. Das können wir nicht wissen. Aber wir wissen, dass die Aufhebung unserer Immunität auch ein Teil der Erpressungspolitik von Erdogan ist. Zunächst sind 10 Kollegen von uns in Polizeigewahrsam genommen vor 4 Monaten, also 4,5 Monaten, genau am 4. November. Und danach sind 2 freigelassen, aber in Kürze sofort wieder festgenommen. Also, er will uns lahmlegen, dass wir immer wieder Angst haben, unseren politischen Kampf nicht zu führen. Aber das erschreckt uns nicht. Also, wir machen es weiter, weil wir wissen, die Türkei kann nur durch einen starken demokratischen Kampf erst von dieser fatale Vorgang auch gerettet werden. Deswegen, ich schäme mich, das als Mut zu nennen. Nein, wir machen einfach unsere Arbeit. Heute Morgen habe ich ja auch von unseren Kollegen von Ankara erfahren, dass mehrere, wir können auch die Zahl nicht schätzen, mehrere Parteifunktionäre wieder im Polizeigewahrsam genommen sind. Also in der Türkei wird keine faire Kampagne geführt von anderen oppositionellen Parteien, vor allem von uns. In der Türkei gibt es keine funktionierende Demokratie, keine funktionierende Freiheitsordnung. Das Bild muss immer wieder auch in die Öffentlichkeit gebracht werden. Und diese Konfrontation wird bedeuten, dass der Streit jetzt nicht zwischen Staaten ist, sondern zwischen Werten, zwischen Demokraten und Nichtdemokraten. Sonst kann die Diskussion leicht abgelenkt werden. Hier werden auch einige Kreise diese Diskussion als Anlass für ihre rechtspopulistischen, rechtsradikalen Argumente ausnutzen. Und das wollen wir nicht. Deniz Yücel's Verhaftung ist eine Geiselnahme. Von Anfang an. Hier sagen die Regierungsvertreter immer wieder, dass es ein Akt der Justiz ist, aber wie gesagt, also in der Türkei gibt es keine Unabhängigkeit der Justiz. Es gibt keine neutrale Justiz mehr. Nur in den letzten 8 Monaten sind 4.000 Richter und Staatsanwälte per Dekret entlassen worden. Und die Regierung unter dem Ausnahmezustand hat das Recht, also jederzeit jede Angestellte, einschließlich Richter und Staatsanwälte, zu entlassen, ohne Verhörungsverfahren,
Anhörungsverfahren, ohne Verteidigungsrechte und sogar ohne Begründung.